Gut, sehen wir uns an, wie sich ein Link zu einer Datei anlegen lässt. Nehmen wir an, wir haben einen Materialpool, wo verschiedene Dozierende oder Lehrpersonen zusammen diese Dateien verwalten. Ich habe schon mal einen Ordner oder ein Verzeichnis Deutsch angelegt und darin befindet sich ein rotes Bild. Dieses möchte ich jetzt in diesem Zielkurs, das kann ein Deutschkurs von einer x-beliebigen Lehrperson dann sein, verwenden. Zuerst bearbeiten, einschalten, Material oder Aktivität anlegen. Und jetzt kommt hier Datei zum Zug. Nehme das gerade Bild und wähle jetzt hier bei Dateien in Kursen oder Verschiedenes diesen Materialpool aus. Dort gibt es ein Verzeichnis Deutsch. Und darin ist dieses rote Bild. Jetzt wichtig hier Link zur Datei anlegen, auswählen. Dann abschließen, speichern und anzeigen. Und hier ist jetzt dieses rote Bild. Ich werde jetzt dieses Bild durch ein blaues Bild ersetzen. Schnell. Speichern und gehe jetzt wieder in den Materialpool, bearbeite dieses Verzeichnis und lade jetzt die neue Version von diesem Bild hoch. Wichtig, es muss ganz genau der gleiche Dateiname sein, also Bild.png in diesem Fall jetzt, Datei hochladen. Und jetzt fragt mich Moodle nämlich, ob ich die bestehende Datei überschreiben möchte. Und das möchte ich. Und ich speichere jetzt die Endungen. Wenn ich jetzt in den Zielkurs gehe und dieses Verzeichnis, also dieses Bild hier aktualisiere, dann sieht man, wird es blau. Wurde also automatisch von diesem neuen Bild hier aktualisiert. Und so kann man das natürlich auch mit PDF-Dokumenten oder anderen Dateien machen. Ich wünsche viel Erfolg beim selber ausprobieren.